So ist es. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Seit 1959 gibt es den Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Einmal im Jahr stellt er seinen Bericht vor. Für viele Abgeordnete eher ein routinierter Termin, den man dann schnell abhakt. Aber in Zeiten eines Krieges in Europa, nicht mal zwei Flugstunden entfernt von Berlin, da sollte der ein oder andere Abgeordnete doch besser mal genauer hinhören. Und die Missstände, die seit Jahren zu beklagen sind, sollten dann auch vom Parlament gemeinsam schnell beseitigt werden, denn wir haben eine Parlamentsarmee. Jeder Abgeordnete ist auch verantwortlich für das Leben und die Einsätze der Bundeswehrsoldaten. Und daher ist man gut beraten, sich diese Missstände mal anzuhören und zu überlegen, wie man sie abstellen kann. Es ist ja bekannt durch die Diskussion auch der vergangenen Jahre, das Material ist marode oder gar nicht vorhanden. Die Kasernen sind alt oder auch nicht mehr vorhanden. Und die Einsatzfähigkeit ist begrenzt, leider auch was den NATO-Auftrag angeht. Das ist mittlerweile so schlimm, dass hier dringend und schnell gehandelt werden muss. Der Bundeswehr fehlt es eigentlich an allem, sagt die aktuelle Wehrbeauftragte Eva Högel. Ein Aspekt, der in der Öffentlichkeit nicht so häufig bemüht wird, ist die Frage, hat die Bundeswehr eigentlich noch genug Soldaten? Und da kann man klar sagen, nein. 15,8% der Stellen waren im vergangenen Jahr nicht besetzt. 27% der Bewerber als Zeitsoldaten haben bereits nach 6 Monaten aufgegeben. Dramatische Zahlen, wenn man bedenkt, dass die Bundeswehr anwachsen soll in den nächsten Jahren. Ich möchte darüber reden mit zwei Berufssoldaten, die jetzt beide Abgeordnete sind. Johannes Ahlt begrüße ich ganz herzlich. Er ist im Verteidigungsausschuss für die SPD und Major im Zivilberuf. Und dann begrüße ich auch ganz herzlich Rüdiger Lukassen, Oberst AD und der verteidigungspolitische Sprecher der AfD. So, also die Bundeswehr als Arbeitgeber. Wenn man noch das demoskopische Problem anguckt, dass immer weniger junge Leute letzten Endes auf den Arbeitsmarkt kommen und sich immer mehr Stellen aussuchen können, was soll denn noch attraktiv sein an der Bundeswehr, die jeden Tag in der Zeitung ist mit Missständen, damit junge Leute sich für diesen Weg entscheiden? Ich glaube, die Bundeswehr ist ein sehr, sehr attraktiver Arbeitgeber und wird in der Bevölkerung auch so gesehen, hat ein hohes Vertrauen. Allerdings bringt der Soldatenberuf ja einige Besonderheiten mit, die sich von jedem anderen Beruf unterscheiden. Nicht zuletzt, dass man eben im Zweifelsfall das eigene Leben einsetzen muss. Die Rahmenbedingungen müssen attraktiv sein, das ist klar. Wir brauchen WLAN in jeder Kaserne, es darf da keine handyempfangsfreie Zone sein. Wir brauchen gute Pendelmöglichkeiten, da hat sich auch viel getan in den letzten Jahren. Aber auch die neuen Aufträge führen ja dazu, dass wir in den nächsten Jahren viele Soldaten haben werden, die an der Ostflanke eingesetzt werden, in einsatzgleichen Verpflichtungen. Und damit müssen wir umgehen in der Rekrutierung. Das führt eben auch dazu, dass eben es schwierig ist, Stellen teilweise zu besetzen an nicht so attraktiven Standorten. Herr Lukassen, Sie haben sich Anfang der 70er Jahre entschieden, zur Bundeswehr zu gehen, dort Ihre Karriere zu suchen. Würden Sie das heute noch mal machen? Die Bundeswehr ist weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber und der Beruf des Soldaten ist, ich möchte fast sagen, ein elitärer Beruf. Und insofern würde ich mich, glaube ich, heute auch wieder dazu entscheiden, vor allen Dingen, wenn es um die Verteidigung unseres Vaterlandes geht. Nun habe ich ja gesagt, es fehlt an Soldaten, auch wenn die Bundeswehr nach wie vor attraktiv sein sollte, sind aber doch nicht genügend da und die Bundeswehr soll aufwachsen. Wie kann man das Problem beseitigen? Ist die Wehrpflicht nicht doch vonnöten? Also der Minister hat es diese Woche ja auch gesagt und ich vertrete das seit vielen Monaten, sogar schon im Bundestagswahlkampf, dass wir eine Debatte über unsere Wehrform führen müssen in der demografischen Lage. Ob eine alte Wehrform alter Art, also mit einer Wehrpflicht nur für Männer und in einem sehr begrenzten Zeitraum das Modell der Zukunft ist, bezweifle ich. Ich denke, dass wir mittelfristig über eine Dienstpflicht nachdenken müssen mit sehr breiten Wahlmöglichkeiten, wo eine Option an die Bundeswehr ist. Und ich würde durchaus auch Mädchen dort mit einbeziehen, dass es also auch ein geschlechtsneutraler Dienst sein kann. Und das hilft uns in jedem Fall weiter. Denn wenn wir nach Finnland schauen, ist ein kleines Land wie Finnland 800.000 Mann im Zweifelsfall und Frauen unter Waffen bringen kann, dann müssen wir uns selber überlegen, wo unsere eigenen Fähigkeiten liegen. Der Zustand der Bundeswehr ist auch deshalb so schlecht, weil 2011 die Wehrpflicht ausgesetzt wurde und es jetzt auch an Personal fehlt? Oder ist nicht das Problem viel weitergehend, dass im Grunde genommen über Jahrzehnte die Bundeswehr als Steinbruch benutzt wurde? Es wurde sie einfach nicht genug unterfinanziert. Es ist richtig, in den 90er Jahren meinte man erkannt zu haben, dass es eine Friedensdividende gibt und die Bundeswehr ist abgebaut worden in ihrer Wehrfähigkeit. Und die jetzige Erkenntnis, die ja auch die Wehrbeauftragte sehr eindrucksvoll unterstreicht, dass eben der Anspruch und Wirklichkeit weit auseinanderklaffen, was die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes anbetrifft. Diese Lücke, die muss wieder geschlossen werden. Und das ist nicht nur Personal, das ist auch Material. Und dass Sie auch, genau wie der Verteidigungsminister, auf eine notwendige Debatte
über die Wehrpflicht hinweist, finde ich als AfD und richtig. Es ist eine Kernforderung unserer Partei. Ja, 100 Milliarden hat die Bundeswehr ja bekommen im vergangenen Jahr. Davon ist noch nicht viel ausgegeben worden, alles bekannt. Jetzt gibt es die Diskussion, Eva Högel sagt in diesem Bericht, eigentlich brauchen wir 20 Milliarden allein für die Munition. Herr Mais, das ist der Inspekteur des Heeres, der hat gesagt, also wenn die Bundeswehr wirklich kämpfen müsste, müsste sie schon nach ein, zwei Tagen den Kampf einstellen, weil man nicht bewaffnet ist. Also man sieht, es muss doch mehr Geld her. Und da sagt der SPD-Fraktionschef, sagt dann, also erstmal die 100 Milliarden müssen ja erstmal ausgegeben werden, das reicht. Der neue Minister Pistorius, auch von der SPD, sagt, ich brauche in diesem Haushalt schon alleine 10 Milliarden mehr, sonst wird das nichts. Ja, also die positive Nachricht ist, natürlich haben wir noch nicht Material bei der Truppe, was zugelaufen ist, das ist im Sondervermögen. Ich möchte das kurz an einem Beispiel erklären. Bewaffnung Heron TP haben wir entschieden vor dem Sondervermögen im letzten April. Vertrag geschlossen, Lieferzeit 2 Jahre. Also selbst wenn man zügig agiert hat nach der Zeitenwende, ist das Material überwiegend noch nicht da. Aber wenn alles läuft wie geplant, sind 90, 25 Millionen Vorlagen in Bearbeitung im Bein derzeit, werden wir am Ende des Jahres quasi das Sondervermögen fast vollständig auskontraktiert haben und Verträge geschlossen haben und zumindest bestellt haben. Und das ist natürlich kein Buch, was man da bestellt bei Amazon, sondern es dauert längere Zeit, ehe die Sachen zulaufen. Wir brauchen in jedem Fall mehr Geld, also allein die F-35, die Einführung der F-35 für die Luftstreitkräfte wird dazu führen, dass die Betriebskosten um 25% pro Jahr steigen. Und wenn wir den Haushalt nicht solide finanzieren, eine Steigerung haben, die in Richtung 2% geht, dann können wir die Systeme, die wir kaufen, gar nicht mehr betreiben. Das sind ja alles unglaubliche Summen. Da sagt zum Beispiel die Linke, alles völlig falsch, auch gerade dieser neue Bomber, den lassen wir mal lieber weg, wird alles viel zu teuer, geben wir das Geld lieber woanders hin. Wie sieht das die AfD? Ja, Gott sei Dank bin ich nicht bei den Linken. Ich schließe mich da eher der Forderung der Wehrbeauftragten an, die von 300 Milliarden spricht. Aber wissen Sie, die Einrichtung des Sondervermögens vor über einem Jahr sollte ja dem Wiederaufbau, der Vollausstattung unserer Streitkräfte dienen und nicht der Unterstützungsleistung für die Ukraine. Jetzt erleben wir genau das Gegenteil. Das heißt, die Bundeswehr wird nicht nur nicht aufgebaut, sondern sie muss auch immer mehr Material abgeben und sie wird im Grundbetrieb durch die Unterstützungsleistungen für die Ukraine in der Logistik, in der Ausbildung derart gefordert und ausgebremst, dass die Wehrfähigkeit unserer Streitkräfte, und das ist nicht das Verschulden unserer Soldaten, sondern der Politik, der verantwortlichen Politik, immer weiter zurückgeht. Wenn ich da noch mal einhaken darf, also was die Finanzen angeht, stimme ich Herrn Lukasen dort auf jeden Fall nicht zu, denn die Waffen, die an die Ukraine geliefert werden, egal wie man dazu steht, werden eben über die European Peace Facility und über einen anderen Haushalt finanziert, also die werden nicht aus dem Sondervermögen finanziert, es gibt also kein Geld für die Truppe verloren, für die volle Ausstattung, sondern es ist ein anderer Topf. Aber Herr Alt, warum sind die Panzerhaubitzen, die man im Mai vergangenen Jahres an die Ukraine geliefert hat, nicht dann direkt bestellt worden? Das Geld wäre ja auch schon da gewesen. Offensichtlich hat die Bearbeitung so lange gedauert, dass sie in diesen Tagen nachbestellt werden. Und wenn man weiß, dass Panzer zum Beispiel mindestens 2 Jahre dauern, ehe die neu gebaut sind, kann man überhaupt nicht verstehen, warum die Bundeswehr so schlecht agiert. Woran hapert das? Ja, Herr von Verloa, das ist wahrscheinlich eine Mindset-Frage. Wir waren 30 Jahre darauf eingestellt, perfekte Prozesse zu liefern. Wir hatten kein Geld zum Ausgeben, also konnten wir uns damit auch sehr, sehr lange Zeit lassen. Jetzt brauchen wir ein operatives Mindset und wir haben uns im Verteidigungsausschuss auch dafür eingesetzt, dass wir möglichst bei der Nachbestellung eben gleich ein weiteres losziehen, um wirklich vollständig die an die Ukraine abgegebenen Panzerhaubitzen dann auch ersetzen zu können. Also Mindset ist ja viel zu wenig. Diese Regierung braucht Mut. Ja, die viertgrößte Wirtschaftsnation der Welt. Diese Regierung braucht mehr Mut, um die Dinge umzusetzen, die sie auch mit Worten vor sich herträgt. Die Wehrbeauftragte, ich möchte mal einhaken, hat gesagt, die Beschaffung eines Fliegerhelms ist schon seit 2013 im Auftrag, wird vielleicht in diesem Jahr dann stattfinden können. Dabei ist dieser Fliegerhelm, der hat so ein paar Spezialeinrichtungen, in Gebrauch bei der US-Armee. Also es ist völlig unverständlich, warum die deutsche Armee es nicht hinbekommt, Material möglichst schnell zu beschaffen, was schon auf dem Markt ist. Wir entwickeln eigene Veterinärstiefel und Sport-BHs, also völlig unzweckmäßig. Das wurde auch vom Minister gestoppt mit riesigen Taskforces, weil wir eben genau das machen müssen. Wir müssen verfügbare Standardprodukte kaufen, auf Goldrandlösungen verzichten. Und das haben wir im Beschaffungsbeschleunigungsgesetz vorgesehen. Und was wir jetzt unter anderem sehen als Effekte dieses Gesetzes, wir haben über 100 Verfahren, wo wir jetzt schon Gesamtprojekte bestellen mussten, ohne die in Lose aufzuteilen, was vorher Pflicht war. Und wir sehen auch weniger Wettbewerbsrügen und die Mitarbeiter werden entlastet, auch durch die Heraufsetzung der Ausschreibungsgrenze von 1.000 auf 5.000 Euro. Herr Lukasen, gucken wir mal nach vorne. Das ist ja auch peinlich international, was wir da abliefern, denn unsere NATO
Verpflichtungen, ja, wir können sie eigentlich gar nicht mehr richtig erfüllen. Eine Division soll im Jahr 2025 zur Verfügung stehen. 30.000 Soldaten sollen innerhalb von 30 Tagen verlegt werden können. 98 Schiffe, Flugzeuge, Panzer sollen bereitstehen. Und alleine dieses Kontingent kriegt die Bundeswehr im Moment zumindest nicht zustande. Das ist ja eine Katastrophe. Was kann man dagegen machen? Also man muss auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen, dass die Entscheidungen, die heute getroffen werden, zur materiellen Ausstattung, zur personellen Ausstattung, zur Wehrpflicht, die wirken sich aus in 3, 4, 5 und mehr Jahren. Und deswegen braucht es diesen Mut, Entscheidungen schnell zu treffen. Und ein Beschaffungsbeschleunigungsgesetz, das ist doch ein Treppenwitz, wenn wir Regeln haben für die Beschaffung. Dann noch mal ein Beschaffungsbeschleunigungsgesetz zu erlassen, zeigt doch die Unfähigkeit, zeigt doch, wie sehr man die Probleme noch nicht in der Hand hat. Es muss vorbeigehen an den Regeln der Beschaffung, nicht nur die europäischen Richtlinien umgehen oder außer Kraft setzen, sondern man muss den Mut haben zu mehr Direktbeschaffung. Und vor allen Dingen darf man nicht immer die deutsche Industrie hier zur Verantwortung ziehen, sondern man muss bestellen. Das ist doch ganz normal, denn die Industrie, die Material für die Bundeswehr, Großgerät für die Bundeswehr entwickelt und baut, die kann nun mal nicht auf dem freien Markt agieren. Sie ist abhängig von dem, was die jeweilige Regierung bestimmt. Und insofern muss sie auch unterstützt werden in ihrer Leistungsfähigkeit. Das heißt, auch Entwicklungsgelder müssen aus dem Verteidigungsfonds bezahlt werden. Der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius hat was geschafft, was seine Vorgänger meines Wissens so gut wie nie geschafft haben. Er ist der beliebteste Politiker innerhalb von 3 Monaten geworden. Jetzt muss er auch liefern. Er hat ja mehrere Leute schon vor die Tür gesetzt, also fängt an, das Ministerium umzubauen. Es geht auch gerade um diese Beschaffungsstelle. Herr Lukassen hat es gesagt, in Koblenz, eine Behörde mit 10.000 Personen. Brauchen wir so viele Leute, um Dinge zu bestellen, die wie dieser Fliegerhelm eigentlich schon vorhanden sind, wo man mal einmal in Amerika anruft, mit der Firma redet und dann werden die Dinger geliefert? Es ist eine riesige Behörde, da haben Sie völlig recht. Und ob man die im Einzelnen braucht, darüber kann man sich nochmal unterhalten. Allerdings sind das sehr, sehr engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in ihren Regeln gefangen sind. Wir müssen die Regeln jetzt wegschieben. Wir müssen denen mehr Handlungssicherheit geben, mutige Entscheidungen zu treffen. Und das haben wir auch als Politiker mit dem Beschaffungsbeschleunigungsgesetz den Leuten ins Stammbuch geschrieben, dass wir das unterstützen. Und dann müssen die jetzt entscheiden und unser Material beschaffen. Und das tun sie. Wie gesagt, 50 Milliarden in diesem Jahr ist das Ziel des Amtes, unter Vertrag zu bringen. Und das ist eine sehr beachtliche Summe. Bedingt abwehrbereit. Dafür sind Journalisten sogar ins Gefängnis gegangen in den 60er Jahren. Herr Lukassen, das kann man sicherlich momentan über die Bundeswehr sagen. Wir haben gerade über Summen gesprochen. Kann man der NATO garantieren, dass wir unseren Einsatzzielen auch verpflichtet sind und die auch nachvollziehen können und das Material und die Männer dahin schicken können? Oder muss man sagen, wir brauchen noch mal 5 Jahre? Ich würde dafür plädieren und ich plädiere dafür, dass der NATO gegenüber Ehrlichkeit demonstriert wird und gesagt wird, wir können es nicht erfüllen, auch nicht bis 2025 mit der nächsten Division. Das wird nicht funktionieren. Ja, Herr Alt, und dann sind wir wieder beim Geld. Auch in der SPD hat es ja vor allem in den vergangenen Legislaturperioden immer das Problem gegeben, 2% viel zu viel. Das ist ja auch eine Menge Geld, aber das wird wahrscheinlich noch nicht mal reichen. Wie ist die Situation jetzt in der SPD, die diese Regierung ja maßgeblich trägt? Wir haben uns ja vorgenommen, und das steht auch im Sondervermögensgesetz, dass wir 2% für die nächsten 5 Jahre garantieren. Dazu stehen wir. Danach wird es auch danach keine Alternative geben. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und wenn wir den Bericht der Werbeauftragten als kritisch-konstruktiven Plan annehmen, was wir in der Bundeswehr in Zukunft verändern müssen, dann müssen wir auch Geld investieren, um diese Mängel abzustellen, die durchaus noch da sind. Herr Alt. Herr Lukassen, vielen Dank. Sie werden gleich weiter diskutieren im Plenum. Da geht es jetzt gleich los. Ich schaue mal rein. Die Bundestagspräsidentin wird erwartet. Ich gebe schon mal rein ins Plenum des Deutschen Bundestages.